Hallo, da sind wir wieder in unserer Weltenbummler-WG. Ja, ich hatte ja so einen Denkfehler. Ich wollte ja die Luisa hier auch ins Zelt schicken. Geht natürlich nicht, weil die müsste dann ja erst hier diese Statuen wieder rumschieben. Die kommen ja gar nicht zueinander. So, Hanna, erstmal das Zelt in Inventar packen, ne? Und bevor ich das vergesse, darfst du erstmal den ganzen Kram hier einsammeln. Was haben wir denn da? Durchsuchen? Gesamtnektar nehmen, jawohl. Wir nehmen den ganzen Kram. Dann ist unser Inventar noch voller und wir finden gar nichts mehr. Da ist, glaube ich, nichts drin. Nee, da ist auch nichts drin. Wir nehmen das trotzdem alles. So, und dann darfst du natürlich hier das nochmal untersuchen. So, den wollen wir mal kurz schauen. Die gute Luisa, die ist auch aufgestanden. Schön. Dann pack mal auch dein Zelt ins Inventar. Und dann muss ich mal kurz schauen. Wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten hier reinschauen, in diese Dinger. Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Nee. In die Truhe hatte ich schon geschaut. Aber in die Sarkophage noch nicht. In der Hoffnung, dass wir dann doch nochmal irgendwann eine Mumie treffen. Aber ich glaube, das war damals in meinem Spiel auch so kompliziert. Ich bin einfach nicht verflucht worden. Was hast du da Schönes? Na, zumindest keine Mumie. Sieht jedenfalls nicht so aus. Na gut, wir gucken erstmal bei der Hanna. Hanna ist hier am Untersuchen und du darfst natürlich auch entschärfen, ne? Entschärf mal. Ja, und danach hast du ja hier auch nochmal zwei Möglichkeiten. Vielleicht haben wir ja die Chance, dass da irgendwo eine drin ist. Und wenn nicht, dann müssen wir uns, glaube ich, mal so einen Sarkophag zusammenbauen. Und dann musst du einer ein paar Tage drin schlafen, dann werden die auch zur Mumie. Damit wir denn an der Sphinx da irgendwie um Vergebung bitten könnten oder irgendwie sowas. Wapp! Hey Luisa, komm wieder raus da! Oh, was machst du da? Ja, war da jetzt denn was drin? Wissen wir nicht. Ich guck nochmal rein. Hatte sie da jetzt was gefunden? Nö. Eine Geldtasche? Nee. Das muss dann da drin gewesen sein. Na gut, dann darfst du da nochmal reingucken. Und was ist da Schönes? Geht schon wieder eins weiter hier. Du hast ein Stück vom Tauchbrunnen gefunden. Na okay, wir gucken mal kurz bei der Luisa sag ich schon, bei der Hanna. Ja schön, hast du geentschärft? Ja, dann darfst du mal diese beiden wunderbaren Herzschlüsselsteine hier nehmen. Und das auch alles einsacken. Sammeln, 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 sammeln. Was war jetzt? Moment. Hey, ich muss nicht so schnell hinterher. Du hast ein Dingels und was hast du? Keine Ahnung. Lauter Herzschlüsselsteine. Jetzt brauchen wir die doch, glaube ich, gar nicht mehr. Okay, und dann darfst du da natürlich auch hineinsehen. Und du darfst da hineinsehen. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Luisa, schon irgendwelche Mumienprobleme? Nö. Schade. Na, dann guck da nochmal rein. Das war ja da, wo du drin verschwunden bist. Ja, dann sind wir ja hier bei dir unten fertig. Hier ist ja nichts weiter, ne? Und, kommt da noch was? Ah, jetzt kommt noch was. Was hast du jetzt gefunden? Lebensmittel und du hast Münzen gefunden. Ja, Luisa, wir sind hier fertig. Hier gibt's nichts mehr. Oh. Oh, ich brauche eine Verabredung. Ja, wir nicht. Sind hier auch keine Mumien? Dann gibt es hier auch nichts mehr. Dann sind wir hier fertig. Ich will eine Mumie haben. Sieht nicht danach aus. Na gut. Na gut, wir sind hier unten fertig. Mehr gibt's hier nicht. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wer kann denn jetzt hier überhaupt nach oben und wer nicht. So, gehst da die Treppe? Ja, Luisa kann raus. Luisa kann, glaube ich, einfach rauslaufen. Ja, dann geh einfach mal hierher. Geh mal dahin. Aber die Hanna, die kommt da nicht raus, ne? Ja, Mumien sind hier nicht. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Ja, dann nimm erstmal die Treppe. Und dann musst du ja hier oben erstmal hier die wieder beiseite schieben. Dann, genau, schieb das Ding mal.
Und wenn du das weggeschoben hast, dann müsstest du eigentlich hier dann auch irgendwie nach oben kommen. Ich glaube, du kennst den Weg. Und such, wenn nicht, such dir einen. Viele Wege führen nach Rom. Latsch durchs Labyrinth, das ist auch egal. Komm, dann geh auch mal hierher. So, dann brauchst du einen großen Eichenbock. Ja, gucken wir mal. Wir brauchen Eichenböcke. Eichenböck, da ist einer. Guck mal hier. Einer fehlt noch. Ja, dann flieg mal hierher. Und dann sollte hier irgendwo auftauchen. Da. Da ist er. Und dann darfst du den gleich mal fangen. Wenn sie denn irgendwann kommen. Wo läufst du? Du bist noch gar nicht raus aus der Höhle, wa? Ich glaube, die ist immer noch irgendwie unterirdisch. Ich gehe mal gucken, wo sie bleibt. Wo bist du denn? Ah, jetzt ist sie erst draußen. Na gut, da können wir natürlich lange warten an der Stelle. Luisa spielt schon wieder mit ihrem PC rum. Ja, Hanna, du kannst jetzt einfach losfliegen. Hätte ich nichts gegen. Weißt du was, Luisa, wir machen was anderes. Ich habe nämlich hier noch was entdeckt. Und zwar, das war irgendwo am Wasser. Hier, das ist nämlich gar kein Grundstück. Da ist auch nichts weiter. Das ist nicht mal markiert. Aber hier sind Steine zum Zertrümmern. Ja, du hast einen Eichenbock gefunden. Und? Du hattest doch jetzt 5, oder? Oder geht es einfach nach Ägypten fahren wahrscheinlich? Wo sind denn die Dinger? Da, 5 Stück hast du, ja. Sollte dann eigentlich klappen. Na gut. Aber du kannst das noch untersuchen. Ach hier, guck. Du hast das Ding. So, Luisa, jetzt aber. Zertrümmern. Zertrümmern. Nein, den auch zertrümmern. So, Hanna, wo bist du? Du stehst jetzt hier am Weinregal? Was machst denn du? Wie bist du jetzt hier hingekommen? Hey, dein Zelt. Hier, komm, nimm mal schnell das Zelt. Komm, in Inventar legen. Aber weißt du was, Hanna? Ich glaube, du musst noch mal was ganz anderes machen. Du musst zum Markt. Wir brauchen ja ganz dringend neue Lebensmittel und so weiter. Ja, flieg einfach erstmal irgendwo hier hin. Komm, flieg einfach mal hier irgendwo hin und dann werden wir den da sehen. Wo müssen wir jetzt rein? Ah, da, da. Wo gibt's denn jetzt hier die Lebensmittel? Hier war das, ne? Nee, das sind die Relikte. Aber das suche ich hier jedes Mal. Wo ist denn jetzt hier das Lebensmittel? Das ist der Bücherladen. ich glaube hier, ne? Ich merke mir das immer nicht. Wollen wir mal runterklicken hier. Ja, hier stehen Duschen. Hier bist du richtig. Komm, hier musst du einkaufen. Gehen wir da einkaufen, schön. So, jetzt noch mal kurz gucken. Luisa, ach, du bist noch am Zertrümmern. Schön. Da kommt eine Treppe. Cool. Mach Kleinholz draus. Jawohl. Hust. Hey, was haben wir da Schönes? Sammeln. Was ist denn das? Das wird nicht angezeigt. Hust, hust. Hey, da ist noch was. Das darfst du auch sammeln, ja. Und dann natürlich die Treppe nehmen, ne? Treppe nehmen. So, Hanna, du bist im Laden? Oder was machst du? Ja, okay. Dann erzähl dir mal ganz dringend, was du alles brauchst. Grablock. Mackie. Wir brauchen hochwertige Lebensmittel. Und zwar. Wie viel nehmen wir denn? 20. 20 sollte erstmal reichen. Und Duschen nehmen wir auch nochmal. Ja, ich denke mal, 10 reichen erstmal, ne? Was kostet das? Ja, wir müssen nochmal schauen, ne? Weil wir müssen ja denn nach Ägypten. Wir haben nur noch 3.587 Simoleons und wir müssen nach Ägypten. Und von Ägypten müssen wir auch wieder zurückkommen. Na, wenn nicht, muss ich irgendeinen Kram hier verkaufen, was wir im Inventar haben. So, Luisa. Was? Du bist hier irgendwo in der Walachei.
Ah, sehr schön. Wir haben Türen, so wie ich das sehe. Hanna, hierher fliegen, komm. Du darfst einmal hier angeflogen kommen. Hierher fliegen und dann darfst du natürlich auch diese Treppe nehmen. Jo. So, dann werden wir mal gucken, was es da unten Schönes gibt. Eine Tür. Ah, oh, da kommen wir nicht durch. Oh, da kommen wir auch nicht durch. Gehört es doch zu einem Abenteuer? Hey, da ist aber eine Geheimtür. Die kannst du schon mal untersuchen. Das ist ja schon. Oh, da ist nochmal so ein Dings. Die wird irgendwie geöffnet. Wie auch immer. Und da ist doch eine Tür. Cool. Kommen wir da rein? Durch die Tür können wir gehen. Okay, Hanna, du darfst durch diese Tür gehen. Haha, cool. So, liegt hier noch irgendwas Schönes rum oder so? Nee, sieht nicht so aus. Ist nur gestrüppt. Und? Du hast eine Geheimtür entdeckt. Ja, dann mach sie doch mal auf. Mach's nicht so spannend. So, Hanna, du bist hier irgendwo. Wo ist sie denn? Aha. Hanna steht vor der Wand. Ah ja, doch, da. Das sieht schon wieder etwas vielversprechender aus. Mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas Schönes gibt. Kommst du da lang? Sieht so aus. Ist da irgendwas? Nö. Da? Nee. Na okay, dann komm erstmal hierher. So, dann haben wir hier. Wir haben fünf Dinger, aber wir haben nur vier Säulen. Wie machen wir denn das? Warte mal, wenn, kannst du die alle schieben? Die kannst du schieben? Die kannst du schieben? Die kannst du schieben. Die muss dahin. Die steht in der Mitte von den beiden. Komm, Hanna, das probieren wir gleich mal aus. Beiziehen. Mal gucken. Hey, jetzt lauter Viehzeug. So, Luisa? Oh, was für eine Kammer bist du denn hier? Ernten. Auch wenn wir jetzt gerade erst was eingekauft haben, wir nehmen natürlich alles mit, was essbar ist. Ist hier noch irgendwas? Da sind noch mehr. Kannst du da noch was pflanzen? Pflanzen, nee. Ernten? Nee, das ist hier nur Deko. Da ist nur eine Pflanze. Nö. Na gut, das war jetzt hier nicht so aufregend. Na, Geheimtür und dahinter kannst du eine Weintraube ernten. Yeah. Hanna, wo bist du? Aber weiter kommst du nicht. Na dann schieb mal weit. Weit schieben. Ja, Luisa, ich glaube, wir brauchen hier ganz dringend deine Hilfe. Du darfst mal. Wo ist er denn jetzt hier? Luisa, komm mal her. Nein. Dann muss das Ding auf jeden Fall. Zieh mal. Ja. Zwei Fliegen mit einer Klappe hier. So, dann muss das Ding dahin und das Ding muss dahin und das Ding muss dahin. Ei. Machen wir einfach mal. Also ich gehe mal davon aus, dass es eben so ist. Nein, nicht fangen. Fangen brauchst du gar nicht. Du sollst eigentlich nur ziehen. Zieh mal. So, Luisa. Und jetzt nochmal ziehen. Nochmal ziehen. Und die Hanna, die darf auch nochmal ziehen. Hey, Luisa. Mal ziehen. Hast du wieder vergessen? Willst du nicht? Ziehen! So, Hanna. Jetzt stellen wir mal das Ding hier drauf, ne? Ziehen! Jetzt haben wir noch eins. Es passiert nichts. Wahrscheinlich müssen wir alle besetzen hier. Ja, Luisa, und du darfst denn schon mal. Gott, wie machen wir das am besten? Ah. Ach, passt schon. Cool. Ja klar, der stand ja da mittig. So, jetzt müssen wir den noch da irgendwie hinkriegen. Zieh mal. Ja, die müssen wir, na doch, ziehen und schieben. Ja, Hanna, du brauchst da jetzt eigentlich nicht doof rumstehen. Du kannst dann hier schon mal die Viecher fangen, ne? Was wir haben, haben wir. So, und dann kannst du den hier rüberschieben? Kommst du gleich mit? Schieb mal. Schieb mal, genau. So, und Hanna, du darfst denn die anderen Viecher auch noch fangen. Fang alles weg da.
Dann bin ich immer gespannt, ob sich die ganze Mühe hier gelohnt hat. So, Luisa, und jetzt darfst du das ziehen. Dann haben wir jetzt eigentlich alle irgendwo hingestellt. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nee. Und da auch nicht. Ah, es passiert was. Wo? Wo? Hier, eine Tür. Ja, die Tür geht auf. Cool. Dann gehen wir doch gleich mal weiter. So, eine haben wir schon geknackt. Fehlen ja nur noch drei, oder? Nee, da konnten wir durch. Genau, und die beiden waren verschlossen und hier ist auch ein Riegel vor. So, na, den haben wir ja schon hier. Die da und die da und dann fehlt uns noch die und dann fehlt uns noch die. Jo, jo. Oh ja. Oh, das sieht interessant aus. das sieht interessant aus. Allerdings ziemlich eng alles hier. Erstmal die Wände gucken, ob es hier vielleicht noch Geheimtüren gibt. Das wäre es ja mal, ne? Auch noch Geheimtüren. Ja, dann geh erstmal hierher irgendwie. Dann geht es, dann kann man da lang gehen und da lang gehen. Ja, dann gehst du mal dahin und die Hanna, die geht mal hierhin. Kann man da noch unterwegs irgendwie was machen? Nee, dann nicht. Nee, oder? War da was? Nö, da ist alles nicht. Gut, Luisa, du darfst diese schöne Schlüsselstein einlegen. Herzschlüsselsteine, ja, davon haben wir ja jetzt genug. Das hat sich gelohnt. Und hier ist noch eine Geheimtür oder so. Cool. Ja, dann wenn du das gemacht hast, darfst du die natürlich auch öffnen. Sind wir ja mal gespannt, was da drin ist. Ach Mensch, da fällt mir gerade ein. Das war ja da oben, da habe ich doch in die... Ja, nimm das mal. Da habe ich gesagt, ich habe in die Truhe geschaut, das ist richtig. Aber das ging ja nicht, da muss ich ja auch einen Herzschlüsselstein einlegen. Ah, da muss ich nochmal zurück. Was denn jetzt? Nee. Habe ich gesagt, zweimal reingucken? Untersuchen solltest du. Nee, habe ich jetzt gesagt, zweimal untersuchen? Die machen was sie wollen. Aber das stimmt, da muss ich nochmal zurück, Mann. Mensch. Jetzt fällt mir das gerade ein, weil ich da gelesen habe, Herzschlüsselstein einlegen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob es hier vielleicht noch eine Geheimtür gibt. Nein, hier gibt es erstmal nichts. Ja, Hanna, spring drauf da. Einmal draufstellen, bitte. Und, was haben wir jetzt? Moment. Jetzt geht die andere Tür auf. Cool. Ja, los, komm, Hanna. Komm wieder zurück. Da war ja nichts weiter. Und die Luisa, die hat hier eine Geheimtür entdeckt. Die sieht man wieder nicht, wenn man aufmachen will. aber klemm dich nicht, ja? Das ist eng da. Aber auf jeden Fall muss ich da nochmal zurück. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es da jetzt irgendwas Spannendes gibt in der Truhe, aber zumindest mussten wir dafür auch einen Schlüsselstein einlegen. Nicht, dass wir da was irgendwas übersehen. Upsala! Noch ein Herzschlüsselstein, die Dinger verfolgen uns. damit können wir handeln. Aber okay. Ja, was wir haben, haben wir, ne? Wer weiß, für was wir die noch alles brauchen. Ja, hier ist ja gar nichts weiter sonst. Oh. Oh. Na gut. Anna, was quietscht? Du bist ja schon wieder so quietschig. Ha? Sind wir schon so lange wieder unterwegs? Ja, okay. Was ist denn jetzt passiert? Hey, da ist doch die Tür aufgegangen, ne? Doof. Da ist jetzt auch gleich noch eine Falle. Versuchen zu überqueren. Ja, das war jetzt nichts. Ja, dann musst du da stehen bleiben. Dann geht die Luisa alleine durch die Tür. ist jetzt die Frage, ob du da lang kannst. Moment, welche waren das jetzt? Diese hier, ne? Genau. Dann geh du mal da durch die Tür. Mal sehen, ob sie da hinkommt oder ob es da jetzt auch irgendwo Fallen gibt. Nee, sie kann da lang gehen. Ja, Hanna, ja doof, ne? Komm mal da runter, wenn du da runter gehst. Nee, warte mal, ich muss erstmal kurz gucken. Sie soll ja da erstmal durchgehen. Du bist jetzt erstmal hier durchgegangen. Aha, jetzt geht's da wieder irgendwie komplizierter weiter. Dann muss ich mal kurz schauen. Nee, hier ist erstmal nichts.
Ja, die Fallen, die wurden natürlich vorher nicht angezeigt. Die wurden erst dadurch ausgelöst, dass wieder dem Ding gestanden hat. Ja, dann komm mal hier her. Ja, Hanna, was machen wir jetzt mit dir? Du kommst ja gar nicht da lang, ne? Und du willst ja jetzt auch gar nicht lang, oder? Wir versuchen zu überqueren. Hilft dir alles nichts. Kommst du ja nicht weg. Und schaffst du es? Ja, sie hat es geschafft. Juhu. Ja, jetzt sind sie schon wieder müde. Haben wir überhaupt Platz hier für ein Zelt? Ja, doch, hier, guck mal. Hier könnten wir ein Zelt hinstellen. Und wir haben ja auch die Zelte alle eingesammelt. Oh, sind alle Hunde müde hier. Wo ist ein Zelt, Zelt, Zelt? Das kann doch gar nicht so weit weg sein. Komm, wir nehmen einfach mal das. Ah, kein Platz hier oder was? Das ist ja doof. Oh, das sieht doch eigentlich so groß aus. Na gut, dann müssen wir das oben hinstellen. Geht das? Hier ist ja kein Grundstück. Hi. Jenne, und nun? Ja, blöd gelaufen. Jetzt kriegt dieses Ding hier wieder nicht weg. Ah, wir können das nirgendwo hinstellen. Warte, Moment mal. Das sieht ja komisch aus. Das sind Frösche, die da schwimmen, was? Ja. Ich will hier ein Zelt hinstellen und es passt nicht. Ah, hier ist auch gar kein Platz. Also entweder lasse ich sie jetzt noch ein Stück weiterlaufen. Ach, jetzt kriegt es hier wieder nicht weg. Das finde ich immer total doof. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Kriegt es nicht weg. Warte mal, wenn ich jetzt auf die Flasche klicke. Nein, ich will doch jetzt dieses Zelt loswerden. Geht nicht. Jetzt habe ich es weg. Mit Escape kann ich es wegmachen. Na gut. Jetzt wird es hier auch noch kompliziert. Ja, es hilft alles nichts. Ich glaube, ihr müsst jetzt erstmal nach oben. Die sind ja Hunde müde, ne? Ja, okay. Kommt hierher. Hierher gehen und die gute Dahanna, die darf auch hierher gehen. Und dann müssen wir uns erstmal ein Plätzchen suchen. Hier ein Campingplatz. Guck mal, da ist einer. Der ist ja ganz hier in der Nähe. Gibt's da auch. Hier ist ein Zelt dann. Könnt ihr euer sogar noch behalten. Wollen wir nicht mal auspacken. So, dann darfst du auch daher fliegen und dann dürft ihr hier drinnen schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.